Hier ist Wolf von Tesla Owners US und wir sind mal wieder gefangen gehalten an der 12 Volt Batterie. Und diesmal, und zwar Tesla macht das so, dass nur den ihrer eigenen Batterien benutzt werden können und nicht die Batterien von Sean, vom Omnu, wobei ich die eigentlich besser finde, die auch mehr Kapazität hat. Es ist eine Lithium-Iron-Batterie und ja, jetzt kann man hier hinfahren und dann Upgrade auf die Batteriesoftware machen hier und mal rausfinden, woran es liegt. Tesla sperrt sich und sperrt sich mit allen möglichen Händen und Füßen. Da gehen einige Funktionen, werden danach ausgeschaltet, kein Upgrade geht mehr, nichts funktioniert mehr und Zugriff auf das Fahrzeug, wo es ist, geht auch nicht mehr. Ich bin da schon ein bisschen sauer drüber, das geht nämlich schon seit ein paar Jahren hin und her. Und ich benutze immer noch den Third Party, ich werde die teuren Tesla-Batterien nicht benutzen. Ich bin Fan von Sean. Ich habe eine Batterie drin, die ist schon seit 6 Jahren bei mir drin, in meinem Model S. Funktioniert immer noch super und Tesla hat das kopiert. Naja, komm. Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Ja, hallo, da sind wir wieder und hier ist Sean und seine Tochter Kaya und die waren ein bisschen knatterig und na, ist ja kein Wunder, da habt ihr schon Schlafenszeit. Bei uns war es nämlich schon etwas später, das war nach der Arbeit und wir haben uns darüber aufgemacht, wieder die Batterie zu wechseln. Und zwar, Tesla macht das so, wenn die Batterie nicht von Tesla stammt, aus irgendwelchen Gründen, und wir haben immer noch nicht rausgefunden, was sie lesen. Einmal haben sie die Batteriekapazität gelesen, dann müssen wir die Batterie wieder austauschen gegen eine andere, da ist jetzt eine andere Firmware drin. Und in Zukunft wird der auch, Hochvolt-Zuschaltung wird vorher abgeknipst unter dem vorne und unter dem hinteren Sitzbank. Und dann der Plus und Minus abgeschaltet, Batterie rausgenommen. Hier ist ja die Batterie, das ist eine Lithium-Iron-Batterie. Und wir bringen da eine neue Batterie rein. Und Tesla ist so freundlich, dass sie massigweise Fehlermeldungen auf das System schicken und viele Dinge vom Fahrzeug, die nicht notwendig sind, oder angenehme Dinge wie zum Beispiel Bluetooth oder Radio und. Die fallen einfach raus mit dem Zwang, die Batterie zu tauschen auf eine Tesla-Batterie oder auf eine, die sagen ja nur eine funktionsfähige Batterie, und die meinten, dass dann die Batterie nicht funktioniert. Und das Problem haben wir schon seit einiger Zeit, seitdem Tesla immer die Batterie prüft. Also wird jetzt die Batterie haben wir jetzt hier wieder angeschraubt und dann werden wir den Hochvolt Connect wieder zusammenbinden unter der Sitzbank unten drunter. Ich glaube, ich habe das schon mal woanders gezeigt, wann das passiert. Das wird wieder angeschaltet und danach fährt der Wagen wieder hoch. Und ihr müsst mal in den alten Videos blättern, die ich da habe, über schon, wie man diese Batterie wieder verbindet, diese Hochvolt-Batterie wieder verbindet. Ja, und dann fährt der Wagen wieder hoch. Ist eigentlich ganz normal. Also während der Zeit, wo diese Batterie-Fehlermeldungen waren, kannst du auch kein Upgrade machen, keine neue Software laden. Und wirklich viele gute Funktionen werden einfach von Tesla dann ausgeschaltet. So, dann kommt wieder festziehen und dann kommt die Abdeckung wieder drauf, und nachdem die, hier sind sie, da, die sind die Abdeckungen, einmal den unteren Bereich dort und auch den oberen Deckel darüber.
Genau, hier ist er. Und dieser obere Deckel darüber, der wird einfach aufgesetzt und da sind also Druckknöpfe drauf oder Druckstifte. Da kommen die drauf. Ja, dann wollen wir uns das Ganze mal von innen anschauen. Und da seht ihr jetzt gerade, das System fährt komplett wieder hoch. Und ich zeige euch auch dann mal, wie man, Tesla hat da eine neue Funktion eingesetzt, wie man sogar die 12 Volt Batterie prüfen kann, auch die Leistung dafür und wie viel Volt da drauf ist und wie man diese Fehlermeldung auch sieht. Hier fällt das System ganz wunderbar wieder hoch, hat auch super funktioniert für die gesamte Zeit, die ich das Fahrzeug gefahren habe und wieder übergeben habe an den Lessee, also an den, der das geleast hat, das Fahrzeug. Und als wir dann als ich wieder Software oben drauf installiert habe, die neueste Version, fing es wieder an. Also dieses Model 3 Ding für mehrere Sekunden halten und dann kommt das Keyboard hoch. Da muss man in kleinen Buchstaben Service eingeben und dann OK sagen und nochmal bestätigen. Und dann kommt der Service Mode hoch und das ist genau derselbe Service Mode, den auch die Werkstatt einstellt. Und da kann man sich einiges anschauen. Da kann man einige Resets mitmachen in dem Service Mode und könnt ihr mal rein drinne blättern. Ich würde da nicht irgendwelche Einstellungen verstellen. Und hier sieht man noch, dass die Batterie in Ordnung war. Und hier ist das Bild von dem nächsten Tag. Da ist die Batterie wieder als degraded gekennzeichnet. Was ja eigentlich nicht stimmt. Also die Batterie ist voll funktionsfähig. Ist bloß einfach nur nicht von Tesla anerkannt. Da ist ein kleiner Exit-Knopf. Da hält man mehrere Sekunden drauf. Und dann geht das Fahrzeug wieder in den normalen Mode und aus dem Service-Mode raus. Ja, dabei bedanken wir uns nochmal von Sean. Schön, dass er auch die Batterien dazu liefert. Und er macht das für auch mehrere Fahrzeuge, nicht nur von Teslas, sondern auch alle Fahrzeuge, wo die Bleibatterie ausgetauscht werden soll. Das ist für uns sehr vorteilhaft. Und dann hat die Kleine aufgehört zu heulen. Jetzt fängt sie wieder an. Und ja, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, natürlich Daumen nach oben und den Kanal abonnieren. Also, bis zum nächsten Mal. Dann, ciao, ciao.